Und sie ist uns jetzt von einer Tagung auf Langeoog zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Dr. Ziegert. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. 20 Jahre, ja, Gefängnis nach einem Diebstahl und 15 nach einem Totschlag. Da stellt man sich natürlich die Frage, wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Naja, es geht wohl bei dem Diebstahl und den 20 Jahren, die Sie erwähnen, weniger ums Gefängnis als vielmehr um den Maßregelvollzug. Das heißt also die Unterbringung in einem Nervenkrankenhaus und weniger im Gefängnis. Die Strafen, die mit Gefängnis geahndet werden, die sind wohl definiert. Also da ist eine ganz bestimmte Zeit vorgesehen und an diese Zeit muss man sich auch halten. Die Strafen, die gleichzeitig zur Unterbringung im Maßregelvollzug führen, das heißt also in einem Nervenkrankenhaus, die sind unbestimmt. Das sind die sogenannten, wie die Betroffenen sagen, Gummiparagraphen. Da kann es mal sein, dass nach einem Exhibitionismus und einer Haftstrafe, die ausgesprochen wurde, von 1 Jahr 8 Monaten 18 Jahre Maßregelvollzug draus werden, weil irgendein Gutachter der Meinung war, der ist psychisch krank und muss neben der Haftstrafe auch in einem Nervenkrankenhaus untergebracht werden. Und dort herrscht dann ein Stückchen mehr Willkür als im Gefängnis. Können Sie das denn ungefähr einordnen, wie viele Fälle an Willkür es gibt, so im Durchschnitt? Also sind das Einzelfälle? Also es heißt allgemein, dass letzte Statistiken, dass die Verweildauer im Maßregelvollzug, das heißt im Nervenkrankenhaus, 7 Jahre sei. Meine Erfahrung persönlich ist, dass das zum Teil sehr viel länger sein kann. Insbesondere Persönlichkeitsstörungen, die Schwierigkeiten haben, sich an die Regeln des Maßregelvollzugs zu halten, die werden gelegentlich sehr viel länger bleiben, als eigentlich sie in Haft hätten bleiben müssen. Und da habe ich das Gefühl, dass das ziemlich viele Menschen sind, die deutlich zu lange im Maßregelvollzug untergebracht werden. Da haben wir ja auch dieses berühmte Beispiel des Herrn Mollert. Ja, wie kann sich denn ein Betroffener verhalten, wenn er eben da tatsächlich in der Psychiatrie gelandet ist, um vielleicht ja, es doch ein bisschen zu beschleunigen, wieder rauszukommen? Also ich werde häufig angerufen aus dem Maßregelvollzug mit der Frage, begutachten Sie und kann ich dann mit Hilfe eines Prognosegutachtens, die ja regelmäßig erstellt werden müssen, kann ich dann entlassen werden? Und ich kann immer nur sagen, diese Gutachten zur Prognose, wenn die Justiz denen nicht folgen will und wenn die Ärzte im Maßregelvollzug anderer Meinung sind, dann kann man diese Gutachten sich sparen. Und ich sage den Menschen dann, die anrufen, Anpassung, Anpassung, Anpassung. Richten Sie sich nach den Vorstellungen des Maßregelvollzugs, machen Sie, was die Ärzte dort wollen, sind Sie brav und lieb und fallen Sie möglichst nicht auf. Das sind die Tipps, die ich dann geben kann, nachdem die Begutachtung, das ist meine Erfahrung, ich habe viel im Maßregelvollzug zur Prognose begutachtet, ich habe immer wieder geschrieben, da ist jemand nicht mehr gefährlich, der kann entlassen werden und man ist mir nicht gefolgt. Nun haben Ihre Aussagen in der Sendung Beckmann 2013 für kräftige Wellen gesorgt. Inwiefern wurden Sie denn in der Folge behindert bei Ihrer Gutachtertätigkeit? Ich hatte damals zufällig 6 Fälle waren es, wo ich im Maß zur Prognose im Maßregelvollzug begutachtet habe. Und in diesen 6 Fällen hat die Staatsanwaltschaft bei der Kammer, die mich beauftragt hatte, also der Strafvollstreckungskammer, beantragt, ich solle wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden. Ich habe dann damals mich an das Bayerische Justizministerium gewandt und da kam dann die Zusicherung, dass die Staatsanwaltschaft diese Befangenheitsanträge wieder zurücknehmen wird. Beziehungsweise, wenn die Kammern zu der Überzeugung kommen, dass ich nicht befangen bin, wird die Staatsanwaltschaft nicht dagegen in die Beschwerde gehen. Und damit waren diese 6 Fälle vom Tisch. Aber da war ein Gespräch im Justizministerium, im Bayerischen, erforderlich. Haben Sie sich denn in dieser Situation auch hilflos gefühlt, so wie manch Betroffener sich fühlt? Na, aber sehr, selbstverständlich. Ich meine, ich bin dann auf die Idee gekommen, mich direkt ans Ministerium zu wenden, weil ja die Staatsanwaltschaft auch weisungsgebunden ist. Und das war dann dienlich, aber selbstverständlich fühlt man sich da sehr ohnmächtig, da noch dazu ja meine Tätigkeit als Gutachter, wenn diese Befangenheitsanträge erfolgreich gewesen wären, ja erheblich beschädigt worden wäre.
Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Dankeschön fürs Gespräch. Dankeschön.